Vielen Dank, Henning Marmola, für die schönen einleitenden Worte. Und mir kommt die Ehre zu, den neben mir sitzenden Marcel Bayer vorzustellen. Und dann beginnt es mit der Frage, wie beginnen? Es gibt verschiedene Methoden, wie man den Autor des heutigen Abends, den Lyriker, Essayisten und Romancier, rhetorisch vorstellen kann. Man kann seine Literaturpreise benennen. Der wichtigste und bis dato auch letzte Preis war der Georg-Büchner-Preis, der ihm letztes Jahr zuerkannt wurde. Und in der Begründung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung heißt es, seine Texte widmen sich der Vergegenwärtigung deutscher Vergangenheit mit derselben präzisen Hingabe, mit dem sie dem Sound der Jetztzeit nachspüren. 2014 erhielt er den Oscar-Pastio-Preis, der an Autoren und Autorinnen verliehen wird, die sich neuen experimentellen Formen von Literatur widmen. 2006 erhielt er den Erich-Fried-Preis, der immer nur von einem einzigen Juror ausgezeichnet, also verliehen wird. In dem Jahr war es der Verleger Michael Krüger. Und 1991 erhielt er den Ernst-Willner-Preis anlässlich des Bachmann-Lesewettbewerbs in Klagenfurt. Das ist bei weitem nicht ein, ist ein sehr grober Überblick. Insgesamt habe ich, wenn ich richtig gezählt habe, 26 Stipendien, Förderungen und Preise ausmachen können, die Marcel Bayer seit seinem Debüt, das er 1989 vorgelegt hat, zugewiesen bekommen hat. Aber das ist natürlich nur die eine Seite der Medaille. Das ist eine Liste und Listen sind einigermaßen langweilig. Und einen anderen, genaueren Blick erlauben die Kritiken zu Büchern, die Marcel Bayer seit seinem Debüt erhält. Ich will nur einige kurze zitieren für verschiedene seiner Bücher. Für den Roman Flughunde, mit dem er 95, ist auch ein sehr beliebtes Germanistenwort, seinen Durchbruch hatte. Und in diesem Roman, der von einem Ton- und Stimmtechniker handelt, der sich in der NS-Zeit in der Nähe von Josef Goebbels aufhält und versucht, dem Geheimnis der Sprache, der Stimme und wie das alles in einem Körper zusammenfindet, dem geht Bayer dort nach und in einer Rezension hierzu war zu lesen von Ernst Osterkamp, einem Germanisten. Man wird schwerlich in der Gegenwartsliteratur einen Autor finden, der den Verheerungen, die die Jahre 33 bis 45 in den deutschen Gemütern hinterlassen haben, mit solcher Sensibilität und Beharrlichkeit nachgeht, wie der 20 Jahre nach Kriegsende geborene Marcel Bayer. Oder über den Gedichtband Erdkunde, der 2002 bei einem anderen Verlag als Suhrkamp erschienen ist, nämlich Dumont, einem kleinen, sehr schönen Verlag. Über die Gedichte heißt es in einer Kritik in der Zeit, der Osten ist zur Realität geworden und damit zu einem Kapitel, das noch längst nicht abgeschlossen ist. Das ist das Bemerkenswerte dieser Gedichte. Die Geschichte, etwas vermeintlich Stillgelegtes, ist wieder in Bewegung geraten. Und zuletzt eine Rezension aus der NZZ zu dem heute vorgestellten Buch »Das blindgeweinte Jahrhundert«, was dieses sonderbare Buch im Innersten zusammenhält. Es ist der magische Blick des Dichters, der alles Entlegene an geheimen Fäden verbunden sieht. Er braucht an einem nur zu ziehen, und er hält ein ganzes Jahrhundert in der Hand. Kurzum, in Bayers Werk geht es ums Kartografieren, ums Dingfestmachen, darum Landschaften, Geschichte und Alltag zusammenzubringen, sie zu durchmessen und das immer mit Hilfe von Sprache, von Schrift, die sich zwei Geboten hingibt, stilistische Präzision und literarische Läuterkeit. Das heißt, bloß keine billigen Emotionen, bloß kein hastiges Denken und Sehen. Auf diese Weise wird vieles unter den scharfen, auch strengen und immer neugierigen Blick genommen. Die deutsche Vergangenheit, die Mythen der Erinnerung, das semantische Potenzial von Landschaften. Aber vielleicht ist die einprägsamste Methode, um diesen Autor vorzustellen, eine kleine Mini-Episode. Marcel Bayer ist der einzige Autor, dessen Bücher mir aus meiner Bibliothek geklaut wurden. Bis vor wenigen Monaten besaß ich zwei signierte Bücher von ihm, Putins Briefkasten, ein kleiner Prosaband und Flughunde. Irgendwem muss ich sie ausgeliehen haben, irgendwer muss sie sich rausgezogen und mitgenommen haben. Sie sind jedenfalls verschwunden und auch Nachfragen bei allen in Frage kommenden Personen blieben erfolglos. Ich gehe nicht davon aus, diese Exemplare je wiederzusehen.
Vielleicht ist das neben Preisen und Kritikerlob die dritte Währung, in der sich der durchschlagende Erfolg eines Autors ausdrücken lässt, dass seine Bücher geklaut werden und keiner will es gewesen sein. Zum Abschluss und dann auch zum Einstieg in die heutige Lesung und das Gespräch dazwischen möchte ich kurz aus den sogenannten Lichtenberg-Poetikvorlesungen zitieren, die Marcel Beyer 2014 in Göttingen gehalten hat. Wie aber, also es kommt eine Sie vor, damit ist die bekannteste Literaturkritikerin Deutschlands gemeint, deren Namen wir jetzt nicht sagen, sondern nur denken. Wie aber würde sie reagieren angesichts von Literatur, die sprachlos macht, angesichts einer Literatur zum Beispiel, die nicht zu Herzen geht, ganz entschieden nicht zu Herzen geht, also nicht von der Absicht lebt, den Leser zu ergreifen, zu überwältigen, sondern die mit jedem Satz deutlich macht, dass man es mit einem unabschließbaren Prozess des Austarierens von Abstand zu tun hat, den Abstand zwischen dem Erzähler und der Welt, dem Abstand zwischen Text und Leser. In seiner Rede meint Marcel Beyer das Buch Weh oder die Kindheitserinnerung von Georges Perec, aber natürlich meint er auch sein eigenes Schreiben. Im Folgenden lade ich Sie ganz herzlich dazu ein, eben diesem unabschließbaren Prozess des Austarierens von Abstand beizuwohnen. Marcel Beyer wird zwei Passagen aus Das blind geweinte Jahrhundert vorlesen. Jeweils danach werden wir uns dann unterhalten. Und am Ende sind Sie ganz herzlich dazu eingeladen, auch Fragen an den Autor zu stellen. Und jetzt lege ich das mal weg. In Ihrem Buch, also Das blind geweinte Jahrhundert, ein schönes, ein sehr seltenes Adjektiv. Sie nehmen teilweise Politiker in den Blick, auf welche Weise sie sich in den Medien darbieten, wie sie dargeboten werden. Und ich wollte als kleiner Anschubser ein Zitat aus einer dpa-Nachricht von heute über die Rede von Theresa May, die sie gestern gehalten hat, die ja katastrophal gewesen sein soll. Sie litt unter schweren Hustenanfällen. Zu allem Übel fielen dann auch noch mehrere Buchstaben aus dem Parteitagsmotto hinter ihr von der Wand. Nach der Rede kämpfte sie mit den Tränen, bevor sie in die Arme ihres Mannes Philipp sank. Hätten Sie das aufnehmen können in Ihr Buch? Hätte das gepasst? Mensch, ich habe den Artikel heute noch gar nicht gelesen über Theresa May. Hätte ich das aufnehmen können? Na, also einmal taucht im blind geweinten Jahrhundert so auf einer halben Seite Margaret Thatcher auf. Und Margaret Thatcher war dafür bekannt, dass sie ihre männlichen Mitarbeiter und Mitpolitiker durch ihre Art zum Tränenausbruch bringen konnte. Also wenn Frauen in meinem Buch auftauchen, dann eher nicht weinende Frauen. Ich finde jetzt einfach toll, dass natürlich, wenn die Sprache daneben geht, ja, wenn sie nicht ihren Zweck erfüllt, dass dann natürlich auch noch Buchstaben aus dem Parteilogo oder dem Slogan rausfallen. Ja, so ist das nun mal. Man darf halt nicht versuchen, die Sprache zu was zu zwingen. Dann wird sie sich rächen, sofort. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Ich hätte mir so eine Szene für mein Buch eher von einem Mann gewünscht als von einer Frau, glaube ich. Weil diese Tränenthematik natürlich auch stark gegendert ist, in dem Sinne, dass die Frauen weinen und die Männer trösten wahrscheinlich. Genau, also oder hätte sie sich jetzt nicht in die Arme ihres Mannes, sondern in die Arme einer Freundin oder einer Praktikantin gerettet, wäre es vielleicht noch interessanter gewesen. Aber so heißt es ja. Eigentlich hat sie jetzt die politische Bühne verlassen, oder? Also jetzt kann sie dann zu Hause Tee kochen, den Rest ihres Lebens. Ja, also der Artikel lief auch darauf hinaus, dass ausgegangen wird, dass sie innerhalb des nächsten Monats wahrscheinlich zurücktreten wird. Aber das heißt, nicht vergossene Tränen sind genauso aufschlussreich wie tatsächlich vergossene Tränen. Sie hat ja nur fast geweint. Ja, die Tränen sind halt so, sind auch so was Perfides. Indem man sie erwähnt, sind sie da. Ob sie geflossen sind oder ob sie fließen werden oder eben nicht fließen werden, spielt dann eigentlich schon fast keine Rolle. Ich fand es so großartig, als Barack Obama zum Schulabschluss einer seiner Töchter oder war es Highschool oder so, zur Feier ging
und so scherzte, na, das wird wohl der einzige öffentliche Auftritt sein, wo ich keine Rede halte. Und der Reporter fragte zurück, was werden Sie denn tun? Ich werde eine Sonnenbrille tragen, damit ihr meine Tränen nicht seht. Wir wissen nicht, ob Tränen geflossen sind, ja? Aber er spielt eben damit. Und das fand ich eine super, super Antwort, zumal eben damit auch sagt, also da bringt er wieder das Sprechen und das Weinen auch so zusammen. Ne? Also er ist jetzt nicht als Amtsträger da, er wird nicht reden und dann spricht er im Voraus von den Tränen, die fließen. Genau das, was er aber in einer politischen Rede nie getan hätte, also wirklich auf Teufel komm raus, niemals. Ja, wobei er ja auch in politischen Reden oft geweint, also ein-, zweimal geweint hat. Wobei man dann ja, das ist aber für die amerikanische Politik gar nichts. Also in Europa wäre das schon viel, aber ich glaube, in den USA ja. Ist das echt gar nichts. Und wie kamen Sie auf die Idee, die Träne zum Gegenstand von literarischen, von kulturellen, von geschichtlichen Überlegungen zu machen? Na, die Träne ist unmittelbarer affektiver Ausdruck, aber sie kommuniziert auch, oder man kommuniziert mit Hilfe von Tränen. Und die Tränen verbieten ja eigentlich jeden verbalen Kommentar. Also die Träne spricht und man kann aber nicht in Bezug auf die Träne sprechen. Und diese merkwürdige Doppelnatur interessiert mich natürlich als jemand, der ich nur mit Sprache zu tun habe. Also Sprache ist mein Medium, nicht die Träne. Tja, Schauspieler und Schauspielerinnen, die eben ganz über den Tränenfluss ihre Karriere oder ihre ganze Karriere auf den Tränen geschwommen sind. Mich interessiert interessiert die Frage des, äußert sich da der Körper unwillkürlich oder verbindet sich damit eine Absicht? Also ist das meine Mitteilung an mein Gegenüber jenseits der Worte. Und so ist es einfach über die Jahre, bin ich einfach quasi an Tränenstellen in meinen Lieblingsbüchern hängen geblieben, habe exzerpiert, dann eben geht man in die DPA-Nachrichten und stellt fest, ein Manager weint, also man liest die Wirtschaftsseiten und ein Manager weint bei der Jahreshauptversammlung und so. Die Träne wandelt sich offenbar im Moment. Es ist nicht mehr Anzeichen dafür, dass jemand nichts im Griff hat, sondern kann genau ins Gegenteil umschlagen. Da hat aber jemand die Situation sehr gut im Griff, wo er nicht mehr mit Argumenten arbeiten kann, wo er gewissermaßen seinem Publikum oder eben den Aktionären ausgeliefert ist, setzt er die Träne als Waffe ein. Und dann kommen einfach andere Dinge dazu, dass mir auffällt oder dass ich darauf stoße, dass Ignatius von Loyola ein Tränentagebuch geführt hat und dass das noch aber in einem ganz anderen Zusammenhang stattfindet oder dass die Träne eine andere Bedeutung hat, nämlich ein Gnadenerweis ist und damit natürlich hoch symbolisch aufgeladen, worauf wiederum Ignatius reagiert damit, dass er so ein Kürzelsystem entwickelt und in seinem Tagebuch nur noch so Buchstabe-Zahl-Kombination, ob ihm nun die Tränen geflossen sind vor der Messe, während der Messe oder nach der Messe. Also irgendwie wird das dann so super nüchtern im Umkehrschluss. Und dieses Austarieren zwischen Gefühl und vernünftigem Zugriff aufs Gefühl vielleicht, das ist ja auch was man mit Hilfe von Sprache macht oder was Schreiben bedeutet, weil im Schreiben immer die Selbstdistanzierung mit drin ist. Die Schrift bin ja nicht ich. Das ist dann auch immer eine Frage der Authentizität, der Zugewiesenen, dass man sozusagen der Träne abnimmt, dass sie echt ist, dass sie sozusagen einem ursprünglichen Gefühl entspringt oder ob sie sozusagen gestaged ist. Und das ist ja dann sozusagen per se die Frage der Literatur, inwiefern man was inszenieren kann und inwiefern der Leser davon ausgeht, dass es so passiert ist oder inwiefern es herbeiimaginiert ist, was eventuell die bessere Wirklichkeit ist als die tatsächliche. Ja, oder wenn man denkt an die
an den an diese die Briefkultur in der Romantik, wo ja dann die Schrift, die mir zugeschickt wird von meinem Briefpartner oder meiner Briefpartnerin, umso authentischer ist, je rascher sie meinen Tränenfluss in Gang bringt. Ja, also so eine Vorstellung von Unmittelbarkeit, die aber durch Schrift hervorgerufen wird oder verkörpert wird, ich weiß das gar nicht. Und dann fließen meine Tränen auf den Brief, noch bevor ich den Wortlaut erfasst habe. Und dann ist die wahre Authentizität hergestellt. Das finde ich doch was ganz Verrücktes. Ja, da merkt man, also wir haben jetzt viel von Schrift geredet. Im Buch ist auch sehr viel von Fotos die Rede, von Filmen teilweise. Und es ist auch in dem Sinne ein medienkritisches Buch, weil es sozusagen auslotet, was das Foto der Schrift voraus hat, was die Schrift dem Foto voraus hat. Und ich würde Sie einladen, jetzt eine Passage vielleicht vorzulesen, in der es um Adorno geht oder eine Adorno-Episode und wo halt diese ganzen Zuweisungen, wer was gesehen hat, wer welche Fotos von der Sache hat und inwiefern man aus diesen verschiedenen Punkten vermeintliche Realität extrahiert. Theodor W. Adorno stand ja den Massenmedien sehr kritisch gegenüber. Er hat Fernsehen geschaut, ja, aber nur Tiersendungen. Und wenn Tiersendungen kamen, wussten auch seine Studierenden und Kollegen, dass man ihn nicht anrufen darf. Eigentlich war er sonst immer ansprechbar, aber wenn Tiersendungen liefen, durfte man nicht anrufen, da ist er wild geworden. Wenn ein Tier weint, könnte man sagen, dann lügt es nicht, oder? Da ist es wirklich Affektausdruck. Das Tier kann mit Hilfe der Träne nichts im Schilde führen. Manchmal kann man aber glauben, dass eigentlich das Fernsehen sich im Nachhinein dafür rächt, dass Theodor W. Adorno es nicht geschätzt hat. Und darum geht es in dieser Passage, die ich vorlese. Seltsames geschieht. Kaum hat Theodor W. Adorno am 22. April 1969 um kurz nach 16 Uhr den wie immer vollbesetzten Hörsaal betreten und Hut und Mantel abgelegt, entsteht Tumult. Drei junge Frauen aus der Lederjackenfraktion stürmen nach vorne, umringen den Professor, lassen Rosen- und Tulpenblüten, einer anderen Quelle zufolge Nelken, über ihm niederregnen, schmücken also, als stellten sie Ende April bereits den Mai dar, wie wir ihn aus der mittelalterlichen Dichtung kennen, den Wiesengrund. Wie auf Kommando öffnen sie ihre Lederjacken, unter denen sie weder Bluse noch Büstenhalter tragen. Sie zeigen ihre nackten Brüste vor. Theodor W. Adorno greift nach seiner Aktentasche, greift nach dem Erkennungszeichen des aus Deutschland ins Exil getriebenen, seine geistige Habe Tag und Nacht bei sich haltenden Intellektuellen und hebt die Tasche schützend vor das Gesicht. Nach wenigen Augenblicken ist dieser Spuk vorüber. Der Professor bittet seine Hörer um Beistand. Er bittet sich Schutz vor Pandemonium und Zudringlichkeit. Man möge ihn lesen lassen, möge dafür sorgen, dass er seine Vorlesung halten kann. Nicht unterbrochen zu werden, nicht übertönt, nicht niedergebrüllt, mehr Beistand verlangt er nicht. Doch es tritt keine Stille ein. Die Störungen kommen nun auch aus den Hörsaal rein. Irgendwer ruft: Dann drücken Sie sich Deutsch aus, dass man Sie versteht. Und winkt unsichtbar schon einmal mit der Deutschlandfahne, die er 2006 anlässlich des deutschen Sommermärchens endlich wieder stolz in seinem Vorgarten wird hissen dürfen. Theodor W. Adorno verlässt den Saal. Soweit ich es überblicke, stimmen die Schilderungen des Zwischenfalls vom 22. April 1969, wie sie von seinerzeit im Hörsaal Anwesenden gegeben wurden, mal knapper, mal ausführlicher gehalten, bis heute weitgehend miteinander überein. Stets kehren dieselben Elemente wieder: Hut und Mantel, Lederjacken, Brüste, Aktentasche. Während der Attacke sei der Professor
der Ausdruck verzweifelter Angst ins Gesicht geschrieben gewesen, erinnert sich der eine. Der andere spricht vom sich verzweifelt Sträubenden. Ein dritter hat ihn als verstört in Erinnerung behalten. Der vierte weiß von Adornos hochrotem Kopf und den zerzausten Haaren. Von Tränen ist nirgendwo die Rede. Lässt man einmal Alexander Kluges diskreten Hinweis beiseite, Theodor W. Adorno habe aufgrund seiner Diabeteserkrankung äußerst empfindliche, stets ein wenig tränende Augen gehabt. So steht die Geschichte, unbezweifelt, keiner Korrektur bedürftig, 30 Jahre lang. Das einzige bekannte Foto der Hörsaalszene wurde nicht aus dem Auditorium heraus aufgenommen, es entstand aus nächster Nähe des von den Frauen umringten Professors. Demnach muss es von jemandem stammen, der vorausschauend und geistesgegenwärtig eine Kamera mitgebracht hatte, um den zu erwartenden historischen Moment zu verewigen. Rückblickend wüsste ich gerne, wie viele zukünftige Reporter, Fotojournalisten, Fernsehproduzenten an diesem Nachmittag im Saal anwesend waren. Alexander Kluge befand sich nicht darunter. Er holte Theodor W. Adorno lediglich von der Vorlesung ab. Tatsächlich ein Schnappschuss. Und schon wenige Tage später sollte er zwischen Meldungen über den Hund von Willy Brandt, einen ungarischen Hirtenhund namens Husar, und das Ernährungsverhalten Herbert Wehners, zwei Platten Tartarschnittchen mit Zwiebeln obendrauf, im Spiegel veröffentlicht werden. Auf dem Bild sieht man, als handle es sich um ein Gemälde, das von einem mit der Komposition unzufriedenen Gerhard Richter noch vor dem entscheidenden Wischvorgang aussortiert wurde, nicht viel mehr als ein dynamisches Arrangement verzerrter Flecken. In Schwarz, Hosen, Anzug, Lederjacken. In leichten Grauabstufungen, Boden, Wände, dicht beschriebene Tafel. In reinem wie in schmutzigem Weiß, eine Hand, ein Kopf, zwei Brüste, die Leuchtröhren an der Decke. Da meldet sich, wie aus dem Nichts, im Frühjahr 1999 ein bisher ungehörter Zeitzeuge zu Wort. Ein Fernsehproduzent, Zeithistoriker, Publizist und Moderator, Dokumentarspezialist oder als was auch immer er in den Medien bezeichnet wird. Kurzum, genau jener Mann, von dem die denkwürdige Erkenntnis stammt, History ist kalt, analytisch, Memory ist warm, emotional. Was er zu berichten weiß, hätte für eine Sensation, wenn nicht für ein Erdbeben sorgen müssen, ginge in der Welt der Historiker alles mit rechten Dingen zu. Adorno-Spezialisten, Philosophiehistoriker und meinetwegen auch Emotionsforscher hätten aufhorchen müssen. Nehmen Sie denn Publikationen wie den Playboy, den Iserlohner Kreisanzeiger oder die Bayerische Staatszeitung zur Kenntnis, denen unser Zeitzeuge von seinem Studienbeginn an der Universität in Frankfurt am Main erzählt, damals im Wintersemester 1968-69. Drei Jahrzehnte später gibt er, ein echter Zeitzeuge dieser Ära, wie er einmal bekannt hat, unter der Überschrift »Auch ich musste weinen« im Gespräch mit Sandra Maischberger ein bislang unbekanntes Detail aus dem Zusammenhang des Busenattentats preis, wobei sich vermutlich nie wird klären lassen, ob andere Zeitzeugen damals unter mangelnder Beobachtungsgabe litten, ob sie den Sachverhalt bis heute aus Takt verschweigen oder ob sie schlicht mit einem analytischen, kalten History-Blick geschlagen sind. Als Theodor W. Adorno von den drei Frauen bedrängt wurde, habe der Zeitzeuge, der wie in weiser Voraussicht des zu erwartenden historischen Moments in einer der vorderen Hörsaalreihen saß, einen fassungslosen Professor vor sich gesehen, habe gesehen, wie er irgendwann die zur Abwehr vors Gesicht gehaltene Aktentasche sinken ließ und in Tränen ausgebrochen sei.
weil unser Zeitzeuge die Kunst beherrscht, sich nicht nur einmal, sondern mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder noch an kleinste Einzelheiten zu erinnern, erzählt er 2009 unter der Überschrift »Ins Licht gesetzt« erneut von den Tränen, die der Philosoph nun vergoss, weiß 2010 »In diesem Kopf wird Geschichte gemacht« von Theodor W. Adorno in schmerzvoller Zeitlupenoptik zu berichten. Tränen kullerten ihm die Wangen hinunter, um im Jahr 2013 vom TV-Macher zum Zeitzeugen noch einmal zu präzisieren, von seinem prominenten Platz im Hörsaal aus habe er beobachtet, wie dem Professor Kullertränen aus den Augen heraustropfen. Adorno bricht in Tränen aus. Adorno vergießt Tränen. Adorno kullern Tränen die Wangen hinunter. Adorno tropfen Kullertränen aus den Augen heraus. Knapper könnte selbst ein nicht professioneller, darstellungsunerfahrener Zeitzeuge die Idiotiegefahr des Zeitzeugenwesens kaum zum Ausdruck bringen. Die Geschichte der medialen Geschichtsvermittlung zwischen 1969 und 2013 in vier einfachen Sätzen. Ein ganzes Geschichtsbild, nicht in Nutsche, ein Geschichtsbild in Lacrima. Die Welt liegt unter einem Tränenschleier. In meiner Schulzeit, die 1972 begann, galt es dagegen als unverzichtbar, Bilder der aus dem offenen Bauch eines brüllenden Mannes hervorquellenden Gedärme zu zeigen, wollte man Kindern die jüngere deutsche Geschichte näher bringen. Für die Vorführung eines uns Schülern nur vom Hörensagen bekannten, dafür in einzelnen Szenen umso plastischer ausgemalten Spielfilms, den das Kollegium auszuleihen beschlossen hatte, musste eigens ein Plan erstellt werden, um unseren Biologiesaal mit seinen aufsteigenden Sitzreihen so lange für Kinozwecke zu entfremden, bis alle Schüler ab der 10. Klasse den Film gesehen hatten. Geweint hat damals, soweit ich mich erinnere, niemand, als nach langen 100 Minuten der Nachspann von »Die Brücke« abgelaufen war, der Lehrer das Licht im Biosaal wieder anschaltete und die volle Filmrolle aus dem Projektor nahm. Auch wenn wir, es waren Metzger und Bauernkinder unter uns, die so etwas kannten, nicht müde wurden, einander zu versichern, es habe sich lediglich um die Innereien eines Schweins gehandelt. Möglich die eine oder andere Mitschülerin, der eine oder andere Mitschüler hat sich an jenem Tag rascher als sonst auf den Heimweg gemacht, um sich unbeobachtet und in vertrauter Umgebung zu Hause in der Familientoilette zu erbrechen. Man weinte einfach nicht vor Zuschauern in den 70er Jahren, nicht vor Mitschülern und nicht vor Lehrern, so wie man Ende der 50er Jahre nicht vor Zuschauern geweint hat, vor einem Regisseur etwa, vor einem Kameramann, so dass, wie das Gerücht besagt, Bernhard Wicki seinen jungen Darstellern bei den Dreharbeiten zu »Die Brücke« jedes Mal Ohrfeigen geben musste, damit sie in Tränen ausbrachen, weil es unmöglich gewesen wäre, in den Schreckens- und Verzweiflungsszenen nüchterne oder verstörte oder der Trick mit dem Schweinerinnereien, gar grinsende Kindergesichter zu zeigen. Ich weiß, es entspricht den historischen Tatsachen nicht, doch mein Gefühl sagt mir, bewegte Tränenbilder sind eine Erfindung frühestens der 80er Jahre, oder genauer, Tränen sind bis in meine frühe Erwachsenenzeit hinein ein eindeutiges Genresignal. Tränen gehören ins Melodram. Da steht er vor uns, der wortmächtigste Intellektuelle der frühen Bundesrepublik, die Wangen mit eigener Körperflüssigkeit betröpfelt, aufgelöst. Theodor W. Adorno, reduced to tears, auf seine Tränen heruntergebrochen. Doch ich fürchte, ich mache es mir mit dieser Häme suggerierenden, selbst ins Hämische reichenden Vorstellung zu leicht. Der Zeitzeuge, ein Bildmensch durch und durch, widmet sich über 14 Jahre hinweg immer wieder derselben Erinnerung an einen Lehrer,
der gemeinhin als vergrübelt, als intellektgesteuert, als ebenso körper- wie lebensfern wahrgenommen wird, und was sich sonst noch alles an Professorenklischees aus der Blaue Engel zusammenkratzen ließe. Erinnert sich an einen Sprachmenschen durch und durch, in dessen Gegenwart mancher Student kein Wort herausbekam. Was, wenn unser Zeitzeuge von nichts als Lauterkeit bewegt wäre, wenn es ihm um nichts anderes ginge als Theodor W. Adorno aus jener kalten, analytischen Welt, für die seine Person in den 60er Jahren steht, in eine Welt der Wärme, der Emotion, des Mitgefühls zu geleiten. Und dies mit Worten, also mit der Waffe des Professors, während unter den Waffen unseres Zeitzeugen, unter den Bildern, kein beweiskräftiges Dokument zu finden ist, weil es vermutlich gar nicht existiert. Nie vergisst er darauf hinzuweisen, der in Tränen aufgelöste Theodor W. Adorno habe ihm ausgesprochen leid getan, zumal dessen Verwirrung unter den Anwesenden im Hörsaal große Heiterkeit ausgelöst haben soll. Vielleicht muss man die Tränenanekdote als Rettungsversuch verstehen, muss eine Auszeichnung darin erkennen, wenn jemand, der um die Macht der Bilder weiß, einem erschütterten Sprachmenschen Fernsehtränen ins Gesicht malt. Theodor W. Adorno weint vor einer Öffentlichkeit von annähernd 1000 Menschen. Er ist nicht von Trauer überwältigt, er erleidet keinen Wutanfall, er ist nicht verbittert, weil ein Gegner ihm einen heftigen Schlag versetzt hätte, er verspürt auch keinen körperlichen Schmerz. Es scheint vielmehr, als kämpften nicht nur alle diese Regungen in ihm gegeneinander, sondern als kämpfe er zugleich darum, vor den Augen seiner Studenten die Fassung nicht vollends zu verlieren. Erst die Erinnerung eines Dritten vermag diesen Zustand unerträglicher Anspannung mit dem Abstand von 30 Jahren zu beenden. Die Erinnerung eines Zeugen aus nächster Nähe, der gleichwohl professionelle Distanz zum Betroffenen, Distanz zur Intelligenz einzunehmen weiß und deshalb über das nötige Handwerkszeug verfügt, um den Zustand des Ausgeliefertseins an die durchideologisierte Masse zu überformen, umzudeuten. Das brutale Aufeinanderprallen von Geisteskälte und Herzenskälte einer Verwandlung zu unterziehen. In das Bild eines Menschen, der am Nachmittag des 22. April 1969 nicht anders kann, als ein authentisches, ein warmes, ein unbeherrschbares Gefühl zu zeigen. Wäre es, könnte man fragen, ohnehin nicht längst überfällig, stellvertretend für Adornos als abstrakt und weltentrückt empfundene Vorstellungen von einer authentischen Kunst, die nach seinen Worten den Ausdruck des Ausdruckslosen kennt, das Weinen, dem die Tränen fehlen, die konkrete, fassbare Person Theodor W. Adorno mitten im populärkulturellen Milieu der späten 60er Jahre zu verorten, in einem Milieu, zu dem er, ohne das geringste Verständnis aufzubringen, jene kategorische Distanz hält, die einzunehmen ihm angesichts nackter Frauenbrüste im Hörsaal nicht gelingt? Eine kleine Abschiedsträne wischtest du ganz heimlich fort. Doch die kleine Abschiedsträne sagte mehr als jedes Wort. Vor der Tür hast du gelächelt, winktest lang noch hinterher. Doch die kleine Abschiedsträne, die vergesse ich niemals mehr, singt Heintje im bewegten Jahr 1968. Und ich bin mir sicher, die Hörer Theodor W. Adornos wären imstande, es ihrem Professor auswendig hinterher zu singen, trotz noch so heftigem Widerwillen gegen eine Symbolfigur wie den kleinen holländischen Jungen mit der glockenhellen Stimme. Anstatt zu feixen und zu johlen, als er nach dem Busenattentat den Hörsaal verlässt. Sofern es sich denn überhaupt um die letzte Vorlesung Adornos gehandelt hätte, wie es irritierenderweise jedes Mal heißt, wenn unser Zeitzeuge seine Geschichte vom weinenden Dialektiker erzählt. Es war die vorletzte. Nur eine kleine Ungenauigkeit, gewiss.
und doch ein Hinweis, dass wir uns im Erinnern stets auf unsicherem Grund bewegen. Ginge es wirklich darum, Adornos ästhetische Theorie endlich einmal, Sieg der Tränen über die Geschichte, auf kleinstem Raum und um welchen Preis auch immer, mit dem deutschen Schlager kurz zu schließen, würden die Funken fliegen, und zwar mit unabsehbaren Folgen auch für das menschliche Erinnerungsvermögen. Im Frühjahr 1969 und in der Jahreshitparade immerhin Platz 6 einnehmend, treiben andere Tränen durch den Äther als jene klebrigen, nach und nach den Generationengraben auffüllenden Tränen, von denen Heinche, der unschuldige Verräter am Generationenkonflikt, so eifrig singt. Eine einzelne Träne, um genau zu sein. Eine Träne zwischen dir und mir wird beschworen. Die Träne des souveränen Subjekts. Eine Träne mit Ziel. Es geht eine Träne auf Reisen. Du schickst sie rund um diese Welt. Ich wünsch mir, dass sie noch heute Abend von dem Himmel auf meine Lippen fällt. Sollte sich die Erinnerung unseres Zeitzeugen am Ende an dieser Träne nähren, die ihm vom Himmel der ästhetischen Theorie auf die Lippen fällt, auf das er 30 Jahre später von ihr erzählt? Sollte die Geschichte von einem am 22. April 1969 im Hörsaal 6 der Universität in Frankfurt am Main weinenden Theodor W. Adorno auf eine tatsächlich nur kleine, gleichwohl fatale Fehlerinnerung zurückgehen, nämlich auf die Verwechslung zweier die eigene Jugend prägenden Figuren mit zugegeben verwirrend ähnlichen Namen? Wie leicht übersieht man, lässt man sich von der Melodie tragen, dass man den Text immer ein wenig falsch mitsingt. Zumal, wenn es sich lediglich um ein, zwei Laute handelt, kaum eine ganze Silbe, die einem verzerrt über die Lippen kommt, weil sie sich von vornherein in verzerrter Form im Gedächtnis festgesetzt hat. In diesem Fall würde Mnemosyne unserem Zeitzeugen einen ihrer diebischen Streiche spielen, indem sie den Namen Adorno an die Stelle des Namens Adamo setzt. Eine kleine Kullerträne schlich sich in die Erinnerung. Danke. Sie, an einer Stelle fragen Sie sich, welche Fotojournalisten, spätere Fernsehmoderatoren und wer auch immer an später illustren Leuten damals wohl im Saal gesessen hat. Wären Sie gerne dort gewesen, um sich das anzuschauen? Wär ich gerne dort gewesen? Nein, ich glaube nicht. Warum denn auch? Manchmal ist, oder in manchen Fällen ist es doch viel schöner, ganz unterschiedliche Zeitzeugen Berichte zu haben und dann die kleinen Diskrepanzen, die kleinen Widersprüche darin zu finden. Also wär ich selber dabei gewesen, hätte ich ja wahrscheinlich Berichte nicht gelesen, oder wenn ich sie gelesen hätte, hätte ich ja einfach nur pauschal gesagt, so war es nicht, es war anders. Ja, aber dann hätten Sie die Sicherheit gehabt, dann hätten Sie nicht mutmaßen müssen. Hören Sie mal, welche Sicherheit wollen Sie haben in einem Saal, in dem 1000 Leute Platz haben, dass ganz vorne jemand steht und der hält auch noch seine Tasche vors Gesicht, dann nimmt er sie runter. Welche Sicherheit wollen Sie haben? Denken Sie auch an die schlechte Beleuchtung in den 60er Jahren, dass da Tränen die Wangen hinunterlaufen. Ich glaube auch, dass, also dann geht ja auch die Freude am Fabulieren verloren. Also sozusagen Tatsächlichkeit hilft ja nicht, um Literatur zu schreiben. Ja, Sie, ich will ja nun gerade so eine Gegenposition aufbauen gegen das, was Guido Knopp mit seinen History-Sendungen macht, immer unter der Maßgabe, dass das geschichtliche Thema, das nicht zur Emotionalisierung des Publikums geeignet ist, eben auch kein Thema ist. Es mag Geschichte sein, aber es kann nicht ins Fernsehen kommen, weil diese Sendungen nach bestimmten Mustern, Erzählmustern gebaut werden müssen. Und da finde ich, hat Literatur den Vorteil, dass sie eben, auch wenn sie es häufig tut, aber eben gar nicht solchen Mustern gehorchen muss. Und ich kann Dinge, das hatten wir schon vorhin mit der
Politikerin, die den Tränen nahe ist. Ich kann von Dingen behaupten, dass sie nicht da sind und dadurch sind sie aber präsent. Das kann ja der Film auf diese Weise nicht. Also zeige ich nur die Tränen, also ich mache so ein Close-up auf Adorno, wir sind jetzt irgendwie so bei ZDF History, die wilden 68er, und dann mache ich so ein Close-up, irgend so ein Schauspieler spielt ihn dann nach, ja, weiß nicht, Matthias Schweighöfer wird das machen müssen, und jetzt muss ich entscheiden als Regisseur, kullern jetzt die Tränchen oder nicht? Also ich bin auf jeden Fall auf Ihrer Seite, dass die Literatur der sozusagen auf ihre Weise Instrumente zur Verfügung hat, die auch mehr Spaß machen, weil sie mehr erlauben an Imagination, an Ausscheren in verschiedene Richtungen und letztlich nicht so total erzählen muss, wie es oftmals der gängige Film macht. Also das Fernsehen würde ich dann eher sagen, als richtiges Kino, der genau nutzt ja einfach andere Freiheiten oder andere Möglichkeiten. Und ich wollte noch auf diesen Satz von Guido Knopp, History ist kalt, analytisch, Memory ist warm, emotional. Ich glaube, und dann können Sie jetzt dazwischen schreien oder zustimmend nicken, dass das sozusagen auch literaturhistorisch auf die jüngste Literatur in dem Sinne diesen Zwiespalt zwischen der Kälte und der Wärme, zwischen der Analyse und dem Pathos, dass es den halt auch nach 45 maßgeblich in der Literaturdiskussion gibt, in dem Sinne, dass gefragt wird, wie man die bekannten Sätze wie nach Auschwitz erzählt, wie nach Auschwitz gedichtet werden kann. Und dass auch und insbesondere in der Lyrik habe ich den Eindruck, nach wie vor ein gewisses Pathosverbot herrscht und dass es ganz schwierig ist, auf eine gute, auf eine lautere Weise emotional zu sein, ohne in billige Sentimentalität zu kippen. Würden Sie das auch als maßgeblich für Ihr Werk, das ja jetzt auch 20, 30? Ja, fast schon 30. Fast 30 Jahre. Also Sie haben ja auch debütiert mit einem Lyrikband. Sentimentalität würde ich noch gar nicht sagen, sondern Klischee. Na, erstmal. Ja, wie macht man das? Es gibt einfach unterschiedliche Arten von Literatur. Es gibt die Literatur, deren Lektürereiz darin besteht, dass man weiß, jetzt bahnt sich etwas an, das kann nur in eine Szene münden, in der ein bestimmtes Klischee nach, weiß ich nicht, sieben verschiedenen Mustern oder nach einem von sieben verschiedenen Mustern erfüllt werden muss. Und da liegt dann der Reiz der Lektüre drin oder man spielt da irgendwie mit oder der Autor spielt dann damit und schert dann vielleicht geradeaus aus diesem, der Entscheidung für eine der sieben Lösungen. Mir geht es weniger um die Sentimentalität als um eine vermeintliche Beschreibung, in der aber immer ein Vorwurf drin steckt, nämlich dieses Konstatieren eines kalten Blicks, wo gerne dann auch der kalte medizinische oder gar der kalte chirurgische Blick genannt wird. Das heißt, wenn man in einem Buch oder im eigenen Text mal irgendein Gegenstand oder eine Situation oder sei es auch nur das Wetter mal eben nicht mit Tränen verschleiertem Blick betrachtet, wenn man einfach mal eine klare Beschreibung wagt und darauf hofft, dass doch der Leser selbst ein Herz hat. Das Herz muss ja nicht immer auf der Buchseite kleben. Und der Leser selbst wird etwas empfinden, wenn er das liest. Dann kommt ein, das ist einfach so, Rezensenten-Klischee, dann kommt der Vorwurf des kalten Blicks oder es wird als Beschreibung angewendet. Die Hauptfigur hat immer so einen kalten Blick auf die Welt. In diesem kalten Blick steckt ja aber immer ein anti-intellektueller Gestus mit drin. Als dürften weder die Figuren in Romanen, noch die Erzähler in Romanen, noch dann auch noch die Autoren, indem sie einen klaren, offenen und natürlich immer der Sache zugewandten Blick präsentieren, als dürften sie
Nee, umgekehrt. Also als würden Sie damit gewissermaßen auf die Emotionen verzichten. Also es wird immer so Kopf gegen Bauch ausgespielt oder eben, wie man heute sagt, Bauchgefühl, wo ich auch immer nicht weiß, was wäre denn das Kopfgefühl? Also so weit runter sind wir schon, dass man jetzt noch Bauch dazu sagen muss zum Gefühl. Und diesen Antagonismus, den mag ich einfach nicht. Ich habe das gewissermaßen nie mitgemacht, aber frage mich immer oder spüre immer, da steckt ein ganz gefährliches Potenzial drin, wenn man einem Buch oder einem Text oder einem Autor einen kalten Blick attestiert. Weil der sich natürlich auch dann erstreckt auf alle, auf ganze Literaturtraditionen, der Nouveau Roman oder man könnte ja bis in die Beschreibungsliteratur des 19. Jahrhunderts hineingehen und so weiter, weiter zurück. Bis in Zeiten, als das Herz in unserem Sinne, als Sitz der Emotionen und des Überschwangs und so, noch gar nicht erfunden war. Weil man so eine Herangehensweise ans Schreiben und ans Wahrnehmen und Herstellen von Welt diskreditiert. Und würden Sie zustimmen, wenn ich dieses Buch auch als Projekt der Entkitschung beschreiben würde, als ein Projekt, die Träne wieder für sich zu reklamieren, dass sie eben nicht nur immer die Kullerträne ist, eben nicht nur immer für Pathos, für billige, schnelle Sentimentalität steht, sondern dass man eben versucht, eine tiefgründige, eine triftige Emotionalität auch in der Literatur wieder für sich zu reklamieren? Ja, was heutzutage unglaublich schwierig ist, weil alles unglaublich verkitscht ist. Ich weiß nicht, ob es immer so war, aber ich habe den Eindruck, dass es doch alles... Ja, Sie sprechen jetzt mehr von Literatur. Ich baue ja mehr, also mein Popanz ist ja nicht irgendwie sentimentale Literatur, sondern das Fernsehen. Das finde ich ja ganz schlimm. Weil ich den Eindruck habe, dass bestimmte Erzählmuster und eben emotionale Muster, wie sie im miesen Fernsehfilm herrschen, immer stärker auch zum Muster von Literatur werden. Oder gar nicht mal von geschriebenen Texten, sondern miese Fernsehfilme prägen die Erwartungshaltung von Lesern gegenüber gleich welchem Buch. Ja, also man kann ja im Moment zum Beispiel kein Buch mehr über Bäume lesen, wo die nicht auch permanent heulen und sich in den Armen liegen und so. Ja, also es geht ja sogar bis ins Sachbuch oder ins quasi naturwissenschaftliche, biologische Buch. Und in dem Zusammenhang, die Träne zurückzuerobern, ja, das ist ein Projekt, das ich habe in dem Buch. Aber natürlich auch, es findet auch immer wieder so eine Selbstbefragung statt. Also wenn ich nun schon das Auftauchen einer Träne unter Kitschverdacht stelle und mich abwende und sage, ja, das ist jetzt wieder so blödes Fernsehzeugs, dann fordere ich mich ja aber im nächsten Schritt auf zu sagen, nee, Moment, jetzt schau dir das bitte genauer an und beleuchte diese Träne in ihrem Zusammenhang aus verschiedenen Richtungen und vielleicht wirst du auf was stoßen, was dem wirklich Hintergrund gibt und eine Fallhöhe gibt und eine Komplexität gibt. Wahrscheinlich stecken da auch einfach verschiedene Literaturverständnisse dahinter. Also ich glaube, es gibt sehr viele Autoren, die sich freuen würden, wenn ihre Leserschaft gerührt ist nach der Lektüre von Büchern. Sind Sie zufrieden, wenn die Leserschaft gerührt ist, nachdem sie ihre Bücher gelesen hat? Oder gibt es andere Zustände, auf die Sie eher abzielen, wenn Sie sich Ihre Leserschaft imaginieren? Na, das ist ja eine Frage. Sagen wir so, die Leser sollen eine Freude an der Lektüre haben, aber sie müssen mir nicht verraten, worin ihre Freude bestand. Ja, das ist, würde ich fast sagen, das ist doch wirklich eine Privatsache zwischen Buch und Leser. Das geht doch mich, den Autor, gar nichts an. Ja, natürlich gibt es das, dass ich höre, dass jemand gerührt war an einer bestimmten Stelle oder einfach über den Verlauf eines Buches hinweg.
aber es gibt auch die Erfahrung, dass jemand dann Erkenntnis gewonnen hat oder neugierig geworden ist auf eine Welt oder andere Bücher, die er noch nicht kennt und so weiter. Und da würde ich immer sagen, das ist jeden Lesers eigene Sache und mir ist das alles recht. Es gibt auch das Zitat an anderer Stelle, wird Adorno noch einmal vermeintlich weinen, als er die Einführung zu einer Oper gibt und die Leute ihn wegklatschen, weil er zu lange redet. Und dann zitiere Sie, weinen, warum auch immer, das darf sein Geheimnis bleiben. Also das ist ja dann auch sozusagen, es gibt eine Kammer, ein Rest, der eben nicht ausgeleuchtet wird, weder durch den Film, weder durch die Fotos, aber auch nicht durch die Literatur. Aber deswegen ist es in der Oper dunkel. Und deswegen hat Barack Obama seine Sonnenbrille an. Ja. Ja, genau, da ist es dann umgekehrt, weil es sind sowieso Kameras und Lichter da. Nein, im Ersten Weltkrieg stiegen die Besucherzahlen in den Opern. Und alle Welt ging in die Oper, vor allem die jungen Damen und so. Und eigentlich sagt man, ja, sie konnten halt dann, sie saßen im Dunkeln, auf der Bühne passierte etwas, was sie anrührte, und sie konnten weinen, worüber auch immer. Also nicht über das, was auf der Bühne geschieht, sondern darüber, dass ihr Mann an der Front ist oder gefallen ist und so weiter. Wenn Sie wollen, würde ich Sie bitten, eine zweite Passage vorzulesen. Der junge holländische Sänger kam schon einmal vor. Die zweite Passage ist ihm gewidmet. Ja, die zweite Passage ist Heintje gewidmet, aber eigentlich ja meiner Großmutter. Bislang habe ich immer geglaubt, ich sähe aus wie jener in einen weißen Hintergrund montierte Junge. In einen Hintergrund weiß wie die Milch, zugleich aber so weiß, als stamme der Junge aus einer dermaßen blendend hellen Welt, dass weder ihre Farben noch ihre Konturen auch nur ahnungsweise zu erfassen sind. Ein Junge, denkt man bei seinem Anblick, der niemals weint, niemals geweint hat und niemals weinen wird, sondern sein Gegenüber unverwandt anlächelt. Ein im Grunde wunderlicher Zug dieses Fremdlings mit seinen gleichmäßigen weißen Zahnreihen, dem glatten, schwarzbraunen Haar und den haselnussbraunen Augen, weil er schließlich niemanden von uns kennt. Doch nun, mit einem Abstand von mehr als 40 Jahren geht mir auf, auch wenn ich 10 Jahre jünger bin als er und statt seiner blonden dunkle Haare habe, wie der Kinderschokoladenjunge, als der noch ein Italiener war. Ich sehe aus wie Heintje zur Zeit seiner ersten großen Erfolge. Zumindest dann, wenn ich die Ferien in der Obhut meiner Großeltern verbringe, wie hier, auf diesem Bild aus dem Sommer 1971 oder 1972, also aus jener Zeit ironischerweise, als Heintje selbst langsam schon wieder aus der Mode kam, in eine Krise geriet, nämlich in den Stimmbruch glitt. Ein Phänomen, von dem sich der holländische Junge keine Vorstellung gemacht haben wird, solange er der Lieblingssänger meiner Großmutter war. Ich werde gekämmt. Mir wird ein Seitenscheitel gezogen. Trug aber Heintje, frage ich mich heute, überhaupt je einen Scheitel? War seine Frisur nicht stets ein wenig zerzaust und sein Haar für ein braves Scheitelkind um die entscheidenden Millimeter zu lang? Sei es, wie es sei. Mein Großvater kämmt mich, mein Großvater zieht mir den Scheitel, denn ich bin Hündchen und Hoffnung zugleich. Ich bin jenes schwer zu definierende Wesen, dessen Eltern einige Tage nach London oder Paris gefahren sind, in einer dieser beiden Metropolen, die so weit außerhalb des Weltbilds meiner Großeltern liegen müssen, sie könnten sich genauso gut auf der Rückseite des Mondes befinden. Dort spricht man, wie anzunehmen ist, auch nicht unsere Sprache, sondern etwas wie Englisch oder Französisch, die Astronautensprache Englisch naheliegenderweise, jedoch über die unendliche Entfernung hinweg verrauscht, vernuschelt, nur in Form einzelner Brocken ans Ohr des Adressaten dringend. Sofern nicht auf der anderen Seite des Mondes bereits Mars-Sprache gesprochen wird,
ein dröhnendes, schrilles und doch in einem Fort dunkel grollendes Idiom vermutlich, womit die Rückseite des Mondes sich tatsächlich als nicht sehr weit entfernt erweist von den akustischen Szenerien, denen meine Eltern ausgesetzt sind, in die sie sich fallen lassen, deren sie sich zu erwehren haben, wenn sie die Oxford Street oder die Champs-Élysées hinunterschlendern. Ein kaum bestimmbares Gemisch aus Motorenlärm und dem Geruch der Geräusch der Stadt an sich. Ein Grundrauschen, aus dem in unberechenbaren Intervallen Hupen hervorsticht, Fehlzündungen und Bremsen quietschen. Dann einmal wütendes Gebrüll, einmal aufreizendes Lachen, die Sprechchöre, das irre Reden, der Hare Krishna Singsang, aber hunderttausende Stimmen murmelnd, kreischend, bettelnd, bedrohlich oder mitleiderregend und jede einzelne unverständlich, ein Rausch. Wenn meine Großeltern mich in diesen Tagen kämmen, dann wird an mir wettgemacht, muss vorsorglich an mir wiedergutgemacht werden, was meinen Eltern auf den Straßen von London oder Paris an wuchernden Bärten und Koteletten und insgesamt absonderlichen Frisuren aus aller Herren Länder unter die Augen kommen mag, zustößt, widerfährt. Während sie den Eiffelturm hinaufsteigen, im englischen Regen stehen, der Wirrnis preisgegeben sind oder gar begeistert an dieser Wirrnis teilhaben, werde ich für die ganze Welt gekämmt. Bei ihrer Rückkehr werden meine Eltern einen Sohn in Empfang nehmen, wie sie ihn nicht kennen. Ein Kind, dem es gefällt, wie Heintje auszusehen. Hündchen und Hoffnung zugleich. Hündchen ist dieser Junge, weil man ihm unentwegt am Morgen, am Mittag, am Abend und zusätzlich vor jedem Ferienfoto mit dem Kamm durchs Haar fahren kann, um der imaginären Kriegsgefangenen-Kopfläuse, der imaginären Trümmerkinder-Kopfläuse Herr zu werden. Beide sind sie so unsichtbar und irritierend wie die seit einigen Jahren von den britischen Inseln herüberwehenden Liedzeilen, gesungen von Männern zweifelhaften Charakters, die leichthin behaupten, sie seien Walrösser, sie seien Eiermänner, sie seien er, wie du er bist, wie du ich bist, wie wir alle zusammen sind, während sie auf Cornflakes sitzen oder wie Lucy durch die Lüfte fliegen oder wie Hausschweine vor Jagdgewehren fliehen. Ein unauflösbarer Widersinn alles in allem, der diese jungen Männer, wie sie freimütig bekennen, zum Weinen bringt, während Vanillesoße aus dem Auge eines toten Hundes rinnt. Hoffnung ist er, weil dieser Enkel noch nichts weiß vom bestialischen Menschenschlachten, das die Welt beherrschte, als sein Vater geboren wurde. Er weiß so wenig von der näheren Vergangenheit, wie er von der akuten Gegenwart weiß. Kaum ein Erwachsener ist schließlich in der Lage, die Gegenwart in allen ihren Facetten zu erfassen. Es braucht einen großen Gelehrten, um nachzuweisen, dass sich die Gegenwart nicht nur erfassen, sondern bei näherer Betrachtung sogar auf eine zentrale, wenn nicht auf eine einzige Facette reduzieren lässt. Die Jungen wollen die Alten vernichten. Dies legt der berühmte Zoologieprofessor in seiner Mahnschrift ausführlich dar, indem er beschreibt, welche Sorgen er sich um die verschiedenen Untergruppen der Beatniks, Teddyboys, Rocks, Mods, Rockers, Hippies, Gammler macht, weil eine wachsende Zahl von Jugendlichen in die Rauschgiftsucht getrieben wird, woraus, so Konrad Lorenz, ein Hass der jüngeren Generation gegen die Ältere erwächst, den er, der Gänsevater, als kollektiven ethnischen Hass, den wir als Nationalhass allzu gut kennen, identifiziert. Woraufhin er seinen Lesern eine dringende Warnung vor den Hamburger Rockern mit auf den Weg gibt, die sich das Verprügeln wehrloser Greise zur Lebensaufgabe gemacht haben. Es wird schwer sein, so das zerknirschte, doch keineswegs mutlose Fazit des zukünftigen Nobelpreisträgers, denen, die uns hassen,
die Wohltat zu erweisen, die ihnen Not tut. Weil dieser Enkel aber weder Näheres von solchen tief beunruhigend klingenden Wohltaten weiß, die es der Jugend zu erweisen gelte, noch dass er von Hass, von Argwohn, Angst beherrscht würde, steht er für die Hoffnung, es ließe sich in der Menschheitsgeschichte einmal ohne Morden, ohne Revolte und ohne die seit einer Weile überall heraufbeschworene Revolution in die Zukunft gleiten, in eine ungeahnte, niemals zuvor gelungene Zukunft, die, wie meine Großeltern es mir in unserer gemeinsamen Ferienwoche vorleben, ganze Tage am Strand verspricht, Spritztouren mit dem Auto, leuchtend blaue Ledersandalen und sandfarbene Blousons, die in einer merkwürdigen Umkehrung der Farben demonstrieren, dass die Welt sehr wohl auch auf gepflegte Weise Kopf stehen kann. Unten der Himmel und oben der Strand. Ganz ähnlich signalisiert der quergestreifte Sommerpullover, dass Schockfarben heute niemanden mehr schockieren müssen, weil man gelernt hat, mit der Zeit zu gehen, weil die Zeit selbst gelernt hat, mit der Zeit zu gehen, mit einem Enkel, dem eben diese vor uns liegende Zukunft gehört und der trotzdem nicht quengelt, wenn er aufgefordert wird, die neue Sonnenbrille abzunehmen, da der Großvater auf der Strandpromenade ein Foto von ihm machen will. Im Rücken das Meer und im leichten Dunst am Horizont vielleicht auch das Marinedenkmal von La Boe auf der anderen Seite der Kieler Förde. Das von Kopf bis Fuß neu eingekleidete Enkelkind. Ich weine nicht. Heintje weint nicht. Heintje singt, du sollst nicht weinen. Mag sein, in den Augen meiner Großeltern stamme auch ich aus irgendeiner nicht näher zu bestimmenden freundlichen Ferne, in der die Menschen Gouda essen und Butter nur halb so viel kostet wie bei uns. Stamme aus einem imaginären Holland, das ich, wie Heintje, eines Tages verlassen habe, um unverhofft in ihr Leben zu treten. Wobei ich mich von Heintje zum Glück auch wieder unterscheide, weil ich nicht nur an Samstagabenden auf dem Fernsehbildschirm zu sehen bin, sondern tatsächlich in Gegenwart meiner Großeltern vor dem Bildschirm sitze, hier am Fenster auf der Couch, am Tisch. Vor mir eine wirkliche Scheibe Brot, belegt mit wirklicher hessischer Wurst oder wirklichem holländischen Käse. Heintje dagegen ist dazu verdammt, durch eine Glasscheibe von der wirklichen Welt getrennt zu bleiben. Wenn er auf der Bühne einer Spielshow, einer Wunschkonzertsendung, einer Weihnachtsgala seine einstudierten, ganz natürlich wirkenden Schlagersängergesten vollführt und dazu ein Verfahren, das ich meiner Großmutter leider nie habe überzeugend erklären können, die Lippen bewegt, ohne einen Ton von sich zu geben. Ich bin ein freundlicher Fremdling mit gutem Appetit. Ich bin ein Trost, selbst wenn kein Trost vonnöten ist. Ich bin ein naher Verwandter dieses holländischen Jungen, der fließend Deutsch singt und, von seinem leichten Akzent abgesehen, auch perfekt spricht. Man müsste sich, um es zu glauben, im Grunde unablässig vergegenwärtigen, dass er zu Hause, mit seinen Eltern, seinen Freunden anders spricht, dass er mit einer fremden Sprache aufgewachsen ist. Ich bin Holland, Kind einer Nichtwelt, eines weißen Lochs, das alle schwarzen Löcher zum Verschwinden bringt, vergessen macht. Ich bin ein unbeschriebenes Blatt und teile freigebig unbeschriebene weiße Blätter aus. Auf einem dieser weißen Blätter zeichnet sich, noch ohne einen konkreten Sinn zu ergeben, ganz schwach Buchstaben ab, die in die Zukunft reichen. Du sollst nicht weinen, wenn ich einmal von dir gehen muss. O, denk nicht dran, noch ist der Tag so weit. Heute frage ich mich, ob, wenn ich ihm schon äußerlich ähnele, nicht auch Heintjes Worte zugleich meine Worte sind. Natürlich handelt es sich nicht um Zeilen, die Heintje selbst geschrieben hätte. Sie werden ihm von Schlagertextern in den Mund gelegt. Ich höre Worte eines Bauchredners, Worte einer Sprechpuppe, aller Weltsworte zu dem,
Aber auch ich könnte als Kind eine solche Sprechpuppe gewesen sein, die überall Worte aufschnappt, der man Worte einflüstern kann, woraufhin sie Sätze von sich gibt wie: Auch morgen wird die Sonne wieder scheinen, für dich und mich, genauso schön wie heute. Aus derartigen Sätzen braut sich nach und nach ein großes Dröhnen zusammen, wobei man, wie sich von allein versteht, nicht den Fehler machen darf, sich das Lied tatsächlich anzuhören. Denk an die Jahre, die noch vor uns liegen. Vergiss den Tag, der mich einst von dir führt. Im großen Dröhnen fließen, während ich noch mit meinen Großeltern vor dem Fernseher sitze, die Zeiten ineinander. Heintje singt auf sonderbare Weise schief in die Zeit hinein. Der grammatikalisch nicht ganz richtige Satz: Vergiss den Tag, der mich einst von dir führt, nämlich, lässt sich auf zweifache Weise hören, lässt sich auf gleich zwei Weisen korrigieren, und zwar so, dass er jeweils einen entgegengesetzten Sinn ergibt. Nach der einen Korrekturversion blickt Heintje in die Zukunft. Statt dem einst von dir führt, singt er: Vergiss den Tag, der mich dereinst von dir führen wird. Womit Heintje paradoxerweise eine Zukunft heraufbeschwört, die er im selben Atemzug schon jetzt, weit im Voraus, inständig zu vergessen empfiehlt. Nach der anderen Korrekturversion ist an das führt ein E anzuhängen, eine verschliffene, eine verschluckte Silbe, die aus einst von dir führt ein Vergiss den Tag, der mich einst von dir führte, werden lässt, womit das von Heintje besungene Geschehen in der Vergangenheit liegt. Grammatikalisch richtig, dafür aber von einer gewissen Hinterhältigkeit getrieben. Wirst du, die Besungene, die von Heintje also schon lange Verlassene, mit Hilfe einer unschuldig klingenden Tröstungszeile doch nur umso unbarmherziger dazu gezwungen, dich in aller Deutlichkeit an ihn, an Heintje, zu erinnern und an den Tag, da Heintje dich verlassen hat. O, denk nicht dran, ich bin ja noch bei dir. Auch morgen wird die Sonne wieder scheinen und Rosen blühen noch lang vor deiner Tür. Und Rosen blühen noch lang vor deiner Tür. Etwas stimmt nicht mit diesen von Heintje am Ende wiederholt beschworenen Rosen. Das spüre ich. Es ist, als führten sie in eine zwar nicht kopf-, aber doch seitenverkehrte Welt und blühten keineswegs im Vorgarten vor deiner Tür, sondern hinter dem Haus. Und als blühten sie nicht noch lang, sondern schon lange dort im Garten, wo sich dem in der Bundesrepublik geltenden Friedhofszwang gemäß kein Grab, wenigstens aber eine kleine private Gedenkstätte befinden darf. Heintje, dieser Prototyp des Anti-Beatniks, des Anti-Hippies, des Anti-Rockers, überwindet mit seinem »Du sollst nicht weinen« nicht nur die tiefe Kluft, die sich gegenwärtig zwischen den Generationen auftut, er überwindet, wie mir scheint, eine seit mehr als 20 Jahren bestehende, unüberwindbare Kluft in der Zeit, als hätte sie niemals existiert. Mit Heintje werden Vermisstenlisten abgearbeitet. Ein 1955 als Sohn einer Hausfrau und eines Steinstaublungeninvaliden geborener niederländischer Junge singt vom Trennungserwartungsschmerz, als würde er das Abendprogramm beim Jahrestreffen deutscher Soldatenwitwen bestreiten, die sich für eine halbe Stunde der Illusion hingeben, bange Erwartung dürfe bleiben, was sich unwiderruflich als Tatsache erwiesen hat. Leben und Tod, Anwesenheit und Abwesenheit, heute und gestern, singen und für immer verstummt sein, fließen im großen Dröhnen ineinander. Innerhalb von 2,5 Bühnenminuten baut sich so eine ungeheure, eine unerträgliche innere Spannung auf. Um sie zu lösen, müssen Tränen fließen. Doch Heintje singt: Du sollst nicht weinen, weil die Jahre viel zu schnell vergehen und weil dein Junge einmal groß sein wird. Danke sehr.
Ja, Sie haben vorhin von den jungen Frauen geredet, die im Ersten Weltkrieg in die Oper gegangen sind, um dort in der Schwärze zu weinen, weil es sonst keinen gesellschaftlichen Ort gab, wo sie es durften. 60 Jahre später singt dann Haindt hier, man darf nach wie vor nicht weinen. Oder wenn, dann ist es so eine merkwürdige Trauerbewältigung, die sozusagen eine sehr seichte und falsche Weise von Trost spenden soll. Irgendwann kippt es ja, wenn Sie sagen, dass heute Politiker öffentlich weinen. Wo würden Sie diesen Kippmoment situieren und durch was ist er gerahmt? Also in dem Sinne sozusagen der Vormarsch des Fernsehers und von TV-Shows, der bedingt hat, dass jetzt mehr geweint wird, dass plötzlich alle weinen dürfen. Genau, viele Fragen. Ich weiß nicht, ob ich mit dem, was ich jetzt sage, bis zu den Politikern komme, die heute weinen. Ich glaube, das ist wirklich ganz einfaches Manager-Training, was eben auch Spitzenkandidaten politischer Parteien heute bekommen. Wenn wir denken, also Haindt ist ein Phänomen, das auch eben ganz stark übers Fernsehen vermittelt ist. Vorher war das Radio das Medium für Musik und dann kommt das Fernsehen ganz stark in den Blick, sodass man eben diesen kleinen Jungen auch sieht. Es könnte ja auch eine Frau sein, die da singt. Nein, es ist aber ein kleiner Junge. Also die Optik gehört wirklich dazu. Es ist ein Phänomen. Man sitzt also nicht mehr im Dunkeln in der Oper oder im Kino, sondern man sitzt alleine zu Hause vor dem Fernseher. Da sieht auch keiner, bemerkt auch keiner, dass man weint. Man muss keine Rechenschaft ablegen, warum man weint. Und das Fernsehen etabliert sich als, hat eigentlich so zwei Aufgaben. Eine, auf der einen Seite berichtet das Fernsehen kühl und sachlich, was in der Welt geschieht, was auch an Fürchterlichem geschieht, dann läuft der Vietnamkrieg und es gibt andere, es gibt Naturkatastrophen und so weiter und so weiter. Und nach diesem Block kommt dann ein zweiter Block und der ist dazu da, mich aufzuwühlen, zu emotionalisieren, über Tag unterdrückten Gefühlsbedürfnis Zucker zu geben und so weiter. Und irgendwann, dann nochmal 10 Jahre später, werden diese beiden unterschiedlichen Momente zusammengeführt in der Fernsehserie Holocaust, die nun gewissermaßen ein Thema in Anführungszeichen angeht, nämlich die Shoah, und versucht, die Shoah ins Bild zu setzen. Und die Shoah war aber bis dahin etwas, was, ich sage jetzt ganz klischeehaft, bei den Deutschen keine Emotionen geweckt hat, außer Abwehr und Verdrängung. Und als aber die Fernsehserie Holocaust kommt, in der eben wie im dann entstehenden History-Film Geschichte, in Anführungszeichen, an einzelne Figuren geknüpft wird. Und diese einzelnen Figuren stehen wieder in einer Familienkonstellation zueinander und so weiter. Sie sind emotional aneinander gebunden und wieder an andere. Und dann kommen andere Figuren da hinein. Das sind da die Nazis, die eben emotionslos vorgehen und so weiter. Da fließen, während die deutschen Zuschauer tatsächlich viel erfahren über die Shoah, was sie bis dahin nicht gewusst haben und nicht haben wissen wollen und so weiter, fließen aber die Tränen. Also da wird dieser Erkenntnismoment und Tränenmoment tauchen im selben Fernsehformat auf und vielleicht sogar auch im selben Augenblick. Und ich weiß noch, ich habe die Serie damals nicht gesehen im Fernsehen. Meine Eltern haben eben sowas nicht geschaut. Also nicht wegen der Shoah, sondern wegen den Tränen. Aber es war natürlich was über, was auch Schulkameradinnen und Schulkameraden im Fernsehen gesehen haben. Also eine der ersten wirklich erwachsenen Sendungen
Es war ein Ereignis, was auch eben generationenübergreifend als Fernsehereignis funktioniert hat. Und ich glaube, indem Menschen gemerkt haben, sie müssen weinen, wenn sie sehen, was da geschieht, natürlich immer nach der Dramaturgie von Hollywood, haben sie den Eindruck gewonnen, sie hätten etwas begriffen über deutsche Geschichte und über das, was ihre Eltern und Großeltern getan haben. Sie haben jetzt gesagt, sie müssen weinen. Das lässt sich ja schön doppelt jetzt lesen. Sie müssen weinen als Pflicht, weil das sozusagen dem Deutschen jetzt seine neue Pflicht ist, zu weinen. Oder sie müssen weinen im Sinne, es wird getriggert und sie müssen einfach körperlich weinen. Und genau diese zwei Punkte fallen dann eventuell in eins. Man könnte ja aber auch sagen, das ist ein guter psychohygienischer Moment, wo sozusagen Leute ihren emotionalen, ihren seelischen, ihren Historio-Haushalt sozusagen bereinigen können. Und eventuell hätten sie nicht, also sie hätten, wie soll man sagen, sie hätten diese Serie nicht geguckt, wenn es nach den Mustern der 60er oder 50er Jahre aufbereitet worden wäre, sondern es musste eben ein bisschen Melodram dazu kommen, genauso wie bei Schindlers Liste, die Geige, also die berühmte Geige, bei der eigentlich immer alle sehr zuverlässig weinen, weil das halt auf eine fast schon perfide Weise präzise pathetisch ist. Und jetzt habe ich mich verrannt, aber genau, und Sie sagen, würden Sie, ich versuche das jetzt nochmal sozusagen ins Medienkritische zu gleiten zu lassen, würden Sie sagen, dass Literatur ein besseres Instrumentarium zur Verfügung hat, um sich einem Thema wie der Shoah zu stellen, als es der Film oder die Fotografie hat? Oder hängt es einfach vom Künstler ab, wie er sein Instrumentarium jeweils bedient? Ja, natürlich hängt es vom Künstler ab, wie er sein Instrumentarium bedient und nicht von, also gewissermaßen Medien an sich gibt es ja gar nicht. Und die Fernsehserie Holocaust ist ja selber schon wieder eine Reaktion auf andere Arten von Filmen, wenn man denkt an Nacht und Nebel und so weiter von Kirol und so. Also es gibt ja schon eine lange Geschichte von Filmen, die sich der Shoah widmen. Ja, natürlich. Das klingt aber immer so, als gäbe es größere Fähigkeiten und nicht so große Fähigkeiten. Und wer nicht so hohe große Fähigkeiten hat, dann wird es halt Kitsch. Das stimmt ja aber nicht. Das hat ja auch damit zu tun, mit welchem Etat man arbeitet, wie viel Geld veranschlagt ist. Und bei dieser Summe, die finanziert wird, steht wieder eine Erwartung, was die Einspielung, also was das Geld angeht, das zurückkommt und so weiter. Das sind einfach völlig unterschiedliche Bereiche der Welt und der Kunst. Ich finde es eben nur schwierig, wenn gewissermaßen das Erfolgsmuster, und die Serie Holocaust funktioniert nach dem Erfolgsmuster, so wie E.T. nach dem Erfolgsmuster funktioniert und so. Wenn das Erfolgsmuster aus einem bestimmten Produktionszusammenhang, sagen wir mal so, der mit einem bestimmten Medium, nämlich Film, zusammenhängt, dann auf andere Medien und Bereiche übertragen wird. Ich glaube, darum geht es mir am Ende. Was machen wir denn mit einer Geschichte, in der es keinen anrührenden Helden gibt? Die wollen wir dann auch nicht hören. Ja, also ich ganz, ganz konkret, ich lebe ja in Dresden und ich werde jetzt gerne von Journalisten gefragt, ob ich denn vorhabe, so einen Pegida-Roman zu schreiben oder einen AfD-Roman, damit man so ganz an der Zeit dran ist. Und dann sage ich, naja, geben Sie mir den positiven Helden, dann mache ich das. Und damit hat sich die Frage auch erledigt. Das knüpft ein bisschen an die Sache an, weil es ja sozusagen, also ich habe das Buch auch und vor allem als eben Medienreflexion gelesen, Foto versus Text, und ich hatte ganz oft auch die Lust, die Fotos, die Sie beschreiben, zu googeln. Also dass man einfach, weil das
im gewissen Sinne gemütlicher ist, dieses Foto zu sehen, oder vermeintlich gemütlicher, aber man guckt sich's an und glaubt, einen Eindruck zu haben. Aber so wie Sie es beschreiben, kriegt man ja einen Eindruck, und ich würde behaupten, einen tieferen Eindruck der Sache, als wenn man sich kurz auf dem Display ein Foto anschaut. Ich habe vor kurzem, gab es bei so, ich glaube, es war im Neon, wurden so junge Leute zur Mediennutzung befragt, und dann hat eine gesagt, sie würde Twitter nicht benutzen, das sei zu textlastig. Und Twitter funktioniert mit 140 Zeichen maximal. Und ich habe das auch als Verteidigung des Textes gegenüber des Bildes teilweise gelesen. Sind wir da nicht hoffnungslos verloren, weil das Bild gewonnen hat? Naja, gut. Ich habe ja aber nicht gesagt, dass ich auf der Seite der Sieger der Mediengeschichte stehen möchte. Nein, ich fände es jetzt ganz blöd, wenn ich jetzt sagen würde, nein, aber Schrift und Text und Literatur gegen diese Bilder, es sind doch gerade die Bilder, es sind doch gerade die Bildwelten, die mich wiederum zum Schreiben anregen. Also insofern wäre das jetzt wirklich so allerbilligste Talkshow, wenn ich sagen würde, ja, wir müssen jetzt der Vormachtstellung der Bilder etwas entgegensetzen, mehr Text ins Internet oder so. Nein, es gibt einfach so enorm interessante Wechselwirkungen, und es gibt, wenn man eben beides nebeneinander zur Kenntnis nimmt, so schöne Erkenntnisse über Fallen, die einfach da sind. Das ist so ein Beispiel, was ich habe, ist, im Moment ist es in Museen und bei Ausstellungsgestaltung so sehr in, das Ding selbst sprechen zu lassen. Wir lassen jetzt den Gegenstand selbst sprechen. 100 deutsche Dinge. Die Dinge sprechen jetzt selbst. Es ist ja völliger Tinef. Also ob ich jetzt einen Stiefel dahin stelle oder ein Foto nehme oder so, die Dinge sprechen natürlich überhaupt nicht. Es ist immer der Text, der da drunter kommt. Also ist dieser Stiefel der Stiefel des SS-Mannes, oder ist das der Stiefel, den der Flüchtling einem SS-Mann abgenommen hat und deswegen ist ihm die Flucht gelungen? Ohne Text geht das nicht. Aber mit dem Text ist einfach in unserer Vorstellung viel enger die Unglaubwürdigkeit verbunden. Und obwohl wir können noch so wissen, wie leicht Fotos zu bearbeiten sind und kein Selfie, an dem nicht noch rumgearbeitet wurde und so, trotzdem scheint uns immer noch das Foto, wahrscheinlich weil es eine Evidenz, also ein starkes Evidenzsignal aussendet, scheint uns immer noch das am weniger Verlogene zu sein. Und das ist natürlich Unsinn. Und das gilt aber dann für beide Seiten, also für die Sprache wie für das Bild. Und dann noch einen Tick weiter, weiß ich gar nicht, ob das mit diesem Lüge-Wahrheit-Ding, ob einen das überhaupt irgendwo hinführt. Was ist eigentlich gewonnen, wenn ich bewiesen habe, dass dies der Stiefel ist und das ist der Stiefel? Ich hätte ja auch beim Buch, das ist ja auch ein Trend ein bisschen in den letzten 10, 15 Jahren, ich hätte ja auch Abbildungen hinzunehmen können. Habe mich aber entschieden, nein, ich will genau die Abbildung nicht. Also ich finde das völlig richtig, dass man dann sagt, oh, jetzt bin ich aber mal neugierig, gibt es denn dieses Foto überhaupt? Helmut Kohl steht in der Schweiz am Berghang und es nieselt, also kommen so feine Schneeflocken runter. Aber hätte ich jetzt Abbildungen mit aufgenommen ins Buch, hätte ich diese Konkurrenzsituation hergestellt. Hat der das denn auch richtig beschrieben? Nur eine Anmerkung und dann würde ich die Fragerunde eröffnen. Wegen der Dinge in Museen. Im Literaturarchiv Marbach haben wir aus Heidelberg eine kleine Ausstellung zu Christoph Ranzmayr betreut, und es war nur Text da, und das hat dann natürlich bestimmte Leute, die das konzipiert haben, gestört. Und dann ist ein Mitarbeiter des Archivs einmal abends, nachts nach Wien gefahren zu Christoph Ranzmayr, und der hat ihm recht willkürlich irgendwelche Gegenstände, einen Borstenpinsel aus China, irgendwelche merkwürdigen
Gewichtsteine aus Peru mitgegeben und die stehen jetzt sozusagen extrem auratisch in so kleinen Kammern und da gibt es keinen Text dazu. Und also wir waren bei der Eröffnung da und die Leute standen länger vor diesen Gegenständen als vor den Texten. Also da sieht man halt, was auch funktioniert und das ist dann eventuell ein wenig traurig. Und vielleicht abschließend von meiner Seite aus kann man gleich sagen, dass gute Kunst im besten Sinne verlogen ist, weil es sozusagen nicht auf diese Kategorie der Lüge und Wahrheit achtet, um das zur Darstellung zu bringen, was es will.